Willkommen zurück zu Night of the Dead. Beim letzten Mal haben wir, wir haben kein Sturmgewehr gefunden. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Wir haben immer noch ein ganzes Krankenhaus, das wir durchsuchen können, wo wir, glaube ich, beim letzten Mal auch irgendwie ein Sturmgewehr gefunden haben oder fünf. Bin mir nicht sicher. Nur weiß ich nicht, ob ich das jetzt heute tun werde, weil ich will ja erstmal hier meine Base irgendwie auf Vordermann kriegen. Und das ist leichter gesagt als getan. Und ich sollte vielleicht noch ein paar mehr von den Dingern herstellen. Sicher ist sicher. Ja? Wir haben ja auch... Ist ja nicht so, als hätten wir zu wenig Holz. Wenn wir eins haben, dann ist es im Moment Holz. Wird natürlich nicht immer so sein, aber im Moment ist es das Holz. So. Und dann können wir damit jetzt hier diesen Zaun weiter erstellen. Damit die Zombies jetzt hier nicht mehr mich tagtäglich nerven. Von dieser Seite aus. Die sollen hier rüber gar nicht kommen. So gar überhaupt nicht. So gar nicht, gar nicht. Verstehst? Kriege ich da noch einen hin? Jo. Damit sie darüber gar nicht kommen. Einfach hier noch ein bisschen was drauf. Habt ihr das da hinten gesehen hier? Da ist gerade ein Baum umgefallen oder so. Ein Ast. Ich habe keine Ahnung. Was ist da los? Oh, guck mal. Was ist das für alles hier? War das Äste oder was war das? Hier. Warum? Was ist hier gerade kaputt gegangen? Was habe ich jetzt hier nicht mitgekriegt? Ist er einfach von mir auseinandergeflogen oder? Hä? Und wie ist das hier hingekommen? Oder brechen solche Bäume einfach mal ab? Das Camperumstand zum einfach mitnehmen. Hä? Hier liegt auch einfach irgendwas. Hier haben wir keine. Kein Baum abgeholzt. Hä? Ich hab nur aus der Ferne gesehen, wie hier einfach ein Baumstamm umgefallen ist, weißt du? Sonst habe ich da nichts gesehen. Ganz komisch. Naja, was soll's. So, dann bauen wir jetzt hier den Zaun zu Ende. Nicht, dass die hier irgendwie dann blöd rüberkommen und so. Die brauchen wir gar nicht blöd kommen. Ha. Ja, vielleicht nicht unbedingt reinlaufen, das wäre schon schön. Jo, like a Mammut. So mögt ihr das doch. Gib's doch zu. Oh, manchmal kann es auch ein bisschen weniger kacke sein. Ach, halt doch die Klappe. So. Ich hoffe, die kommen jetzt hier wirklich einfach nicht mehr. Das wäre schön. Wenn ich da zwischendurch mal was reparieren muss, ja, dann c'est la vie, weißt du? Wir sollen lieber hier rüberkommen, hier sich wehtun und all den ganzen Spaß, den man halt so haben kann als Zombie. Ne? Ist ja hier auch so ein Zombie-Vergnügungspark. Behaupte ich. So, ganz kurz hier alles reparieren. Wir haben ja so viele Reparaturmaßnahmen hier leider. Da muss alles bis zur Nacht stehen. Wenn ich das tatsächlich noch bis zur Nacht schaffen sollte, weil ich dann sage, so, alles klar, ist okay hier. Dann können wir vielleicht noch so einen kleinen Abstecher ans Krankenhaus machen oder so. Aber im Moment bin ich da eher so ein bisschen skeptisch. Ne? Jetzt. Hat er eben nicht reparieren wollen. Hier reparieren. Da reparieren. Wie auch immer die das da manchmal einfach schlagen können. Wahrscheinlich einfach durch Flächenschaden oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären.
So, und die Wände, die nach oben gehen, müssten wir eigentlich auch mal irgendwie ausbauen. Nicht, dass da irgendwie so eine Feuerexplosion kommt und jeder sagt so, hey, hättest du denn mal ausgebaut? Dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Und so, ne? So, hier müssen wir nochmal gucken. Das Fundament können wir, glaube ich, nicht einfach in die Luft setzen. Das wäre auch zu schön. Da war letztes Mal schon nicht funktioniert. Obwohl. Es könnte. Ja, nee, machen wir schon richtig. Das hier setzen wir was hin. Und dann da drauf. Bauen das aus. Nicht, dass es dann hier, ne? Ihr wisst schon. Ich bin ein bisschen brandgeschädigt, sagen wir es mal so. So, hier stand ja dann die Kiste oder so. Wir können auch gerne nochmal was hinbauen. Ganz ehrlich, einfach nicht geizen. Gegeizt haben wir bisher genug. So, einfach wieder das Absprungfundament hier. Dann brauchen wir noch mehr von diesen komischen bearbeiteten braunen Steinen da. Damit wir die Fundamente weiter ausbauen können. Was muss, das muss. So. Erneut laden. Laden. Reparieren meinetwegen auch. Reparieren. Das auch. Meinetwegen auch laden. Und da ist sie auch. Zack. Und da verschwinden einfach wieder die ganzen Äste und so. Das ist ja schon schön. So, hier die Guillotine. Die macht auch eigentlich immer einen guten Job, finde ich. So, für letzte Haltestelle von wegen, ne? Ja, sag schon. Wenn da tatsächlich mal ein Zombie zu nahe kommt. So. Ach. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Da denkst du, du hast halt mal ein bisschen was. Pustekuchen. Ich kann so nicht arbeiten, ganz ehrlich. Das geht doch nicht. Theoretisch könnte ich drauf scheißen, wenn hier was auseinanderfällt, aber ganz ehrlich, nein. Wie viel Platz habe ich? Ein bisschen. Das reicht, um wieder ein bisschen die Axt durch den Walde zu kloppen hier. Nehmen wir mal die Bäume da vorne. Aber auch dahin ein bisschen mehr Sicht. Ich meine, was ich nicht brauche, hier kommen keine Zombies her, aber trotzdem. Es geht ins Prinzip. Einfach nur das Prinzip. So, Steine brauche ich auf jeden Fall gleich auch. Weil diese komischen Steine da habe ich jetzt alle verbraten mal wieder. Ist eigentlich so ein Tag, wo wir wenig Fortschritt haben, außer halt Ausbau. Ausbau, Wiederaufbau. Aber ich glaube, ansonsten haben wir nicht sonderlich viel Fortschritt. Das macht mich so ein bisschen so. Ich will weiterkommen, weißt du? Hat er auch schon überlegt. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, ne? Wenn wir halt dann irgendwie wieder verkacken und wieder von vorne anfangen müssen. Da ich dann die Überlegung hatte, dass wir uns dann ein benutzerdefiniertes Spiel quasi erstellen vom Schwierigkeitsgrad her und dann tatsächlich die Zombies abschwächen oder die Nächte abschwächen, irgendwie so. Damit wir, ne, auch was vom Spiel sehen. Und so, aber mal gucken. Abwarten, Kakao trinken. Ich meine, das macht natürlich dann auch die Nächte halt weniger spannend. Also ich würde wahrscheinlich nicht ganz auf die Wellen in der Nacht halt verzichten. Was ja auch möglich ist tatsächlich. Aber nicht in meinem Interesse. Ich finde cool, dass es diese Option gibt. Gar keine Frage.
Es gibt hier zu wenig Steine in der Gegend. Muss ja mal gesagt werden, ne? Ja, ja, so ist das. Ich will doch nur ein bisschen Stein. Und ein bisschen Ast. Nehmen wir auch ein bisschen viel. Da haben wir alle was von. Mach mich schon wieder ganz kirre, dass jetzt der Wellentimer quasi so mehr oder weniger losgeht. Ja, der Totenkopf, der sich so ein bisschen leicht rot färbt. Das ist halt jetzt schon wieder so. Ich hab keine Zeit. Das ist doch kacke, ist das. Wir brauchen ja noch so viel Äste, vor allem halt auch für Bolzen, für die Ballistenbolzen. Müssen wir da vorne wieder eine gute Truhe hinstellen. Die voll machen eigentlich mit den ganzen Bolzen. So, mal gucken. Sind das hier auch auseinandernehmbare Steine? Nein, der nicht. Aber der. Manchmal ein bisschen schwer zu unterscheiden. Wahrscheinlich, wenn sie zu groß sind, dann... So. So. Ups. Das hier kann ich, glaube ich, auseinandernehmen. Jo. Das ist dann wieder nicht zu groß, weißt du? Finde einen Fehler. Ich glaube, wir sollten definitiv auch hier so ein Steinabbau-Dingens, so ein Bergbaumaschine halt quasi aufbauen. Weil Steine müssen wir inzwischen halt auch schon ganz schön lange verlaufen. Also für meine Verhältnisse lange. Es missfällt mir ein bisschen. Bäume gibt es ja in Massen. Für Erze haben wir schon eine Lösung. Und das Inventar ist voll. So. Ah, vielleicht kann ich nur ein paar Äste mitnehmen. Alles, was ich mitnehmen kann, ist gut. Da hier vorne ist ein Vogel, den könnte ich locker erschießen, aber ich tue es jetzt nicht. Mangels Platz. So. Ich habe doch keine Ausdauer. Ausdauer ist Mangelware. Kleinsteine helfen mir auch immer nur so ein bisschen bedingt, ne? So. Reparieren. Dann kriege ich halt die Wände hier immer gut repariert. Wenn ich da welche habe. Aber die kriege ich halt auch jederzeit aus den Steindingern raus. So, das Ding hier vorne ist dann jetzt auch durch. Da kriege ich dann jetzt auch Materialien theoretisch raus, sofern ich dann Platz habe. Das heißt, hier kann ich gleich das nächste quasi einsetzen. Mehr Platz habe ich nicht, okay. Aber die Kohlepfannen sind halt heile geblieben, ne? Das ist halt... Ernsthaft? Suizidgefährdete Füchse. Das kann ich nicht liegen lassen. Das muss ich looten. Ich weiß halt nur nicht, wohin mit meinem Scheiß. Also so wirklich, so gar nicht, gar nicht. Ich hab doch keinen Platz. War davon verdammt viel. Von keinem Platz. Ach, ist das ätzend. Ich brauche dringend mehr Platz. So, nicht in Stacheldrahtzaun laufen. Gut. Ich hoffe, das reicht, was ich am Platz habe.
Jo, das reicht. Das heißt, ich kann den anderen Fuchs auch noch mitnehmen. Okay. Eigentlich wollte ich ja hier nur reparieren, ganz kurz, ne? Eigentlich. Nicht upgraden. Und das Ding haben sie auch hier relativ in Ruhe gelassen, ne? So. Okay, ja. Ich wollte ja auch, ich habe ja auch extra eine Fallmaschine noch. Ich wollte hier noch dieses Katapult aufbauen. Wieder. Weil ich der Meinung bin, ist eine gute Idee. So, dafür fehlt mir Leder, ein Holz und ein bisschen Seil. Dafür brauche ich einen Kaninchenpelz, natürlich. Da. Leder. Leder, Leder, Leder. So, dann Seil. Was war es noch? Holz. Also solche vom Kaliber eckig und so, ne? So, dann bauen wir hier das Katapult hin, was gerade so hinhaut. So, das können wir dann wieder beladen, auch wenn es hier hinten rüber guckt, aber egal. Dann bauen wir hier eine Kiste hin. Die bauen wir natürlich auch dann gleich aus, damit sie nicht gleich wieder abbrennt und so. Was ist mit dir denn los, Mammut? Was ist denn da kaputt? Ich lerne aus Fehlern. Gewöhne dich nicht dran, das passiert nicht so häufig. So. Da haben wir das. Dann können wir hier irgendwo diese Katapultkugeln rausnehmen. Was jetzt nicht so viel Platz wegnimmt, aber mehr Platz ist mehr Platz. Zack, 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 zack. So ein bisschen was können wir auch direkt in die Katapult-Dingens hier reinladen. So. Okay. Da ist das schon mal weg. Dann haben wir hier Platz für Zeug. Jo. Das Ding schießt erstmal gleich wieder. Das hat Spaß. So, apropos, das Ding schießt wieder. Wir brauchen Ballistenbolzen. Es hilft nichts. Wir brauchen es. So. Dann brauchen wir jede Menge Äste. Eigentlich ist ja mein Plan, so viel Ballistenbolzen einfach hier drin haben, dass wir uns in der Nacht gar nicht groß um anderes Zeug kümmern müssen. Sondern einfach immer nur ringen. Was ist denn da? Wieso kommen die jetzt alle von da? Das gefällt mir nicht. Vielleicht machen wir da vorne tatsächlich den Zaun wieder weg. Ich glaube wirklich. Weil wenn die ganze Zeit jetzt von der anderen Seite da kommen. Da war ein Vogel. Das ist natürlich äußerst kontraproduktiv. So. Hängen jetzt hier alle am Zaun fest oder was? Ja. Da sind die ganzen Säcke. Dann machen wir es wie folgt. Wir zerstören halt die hier. Dann kriegen wir ein bisschen Äste zurück. Wir können ja ein paar stehen lassen, aber halt nicht alle. Vielleicht kommen dann wieder zum bis hier. Das wäre ja ganz schön. Wir müssen die Zombies auf dieser Seite der Welt. So, machen wir dazwischen einfach ein paar Lücken. Stellen wir aber nur so vereinzelt was hin. Vielleicht läuft da jemand versehentlich gegen. Vielleicht ist das denen hier einfach alles zu nah.
Man muss ja auch ein bisschen an die Zombies denken. Und so. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch wirklich einfach gar keine Ahnung. So. Ich habe Platz im Inventar. Ich kann hier ein paar tote Tiere mitnehmen. So. Nachladen kann ich auch. So. Dann wechsle nicht, dass ich hier versehentlich die Falle abreiße. So. Und eigentlich wollte ich ja auch so ein bisschen Richtung Elektronik auch gehen, ne? Komme ich ja natürlich auch ganz gut hin. Ne? Also. Eigentlich gar nicht. Ich komme ja zu nix. Schon Stunde 16, weißt du? Ich komme zu nix. Die Spiel stresst mich. Habe ich das schon mal gesagt? Das wird doch nie und nimmer dann für irgendeine Nacht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Wartungskits. Weil sonst wird das da vorne halt auch nichts. Wir können da immer noch Materialien rausholen. Und ich brauche Äste. Es hilft nichts. Ich brauche Äste. Ich muss noch mehr Bäume zerschlagen. Ist der Wahnsinn einfach, was ich hier an Astverbrauch habe. So, mitnehmen. Laden. So, was brauchte ich denn theoretisch für das andere Ding? Nee, nicht das. Nein, nein. Hier. Das ist die Ölpumpmaschine. Die ist mir im Moment noch egal. Das Ding, den Steinbohrer. Steinbruch, wie auch immer. Brauchen wir eine Batterie? Sicherung? Nägel. Das geht eigentlich. Batterie, Sicherung, Nägel. Da habe ich schon schlimmere Rezepte gesehen. So, dann haben wir nämlich auch eine Steinbruchmaschine. Batterie. Sicherung. Eine, ne? Jo, und 10 Nägel. Wir brauchen halt die Eisenklumpen, das ist halt ein bisschen blöd. So, höchstwahrscheinlich brauchen wir dann auch wieder ein Wartungskit, um das Ding zu befüttern. Aber erstmal bauen wir es da hinten irgendwo hin. Alles, was schon mal funktioniert, funktioniert schon mal. Einfache Rechnung, ne? Kommt von mir. So, das kann auch die Türen. Zack, passt. Braucht nur ein Wartungskit. Ein Wartungskit braucht aber auch jedes Mal halt Eisen. Das heißt, theoretisch müssten wir halt auch mal zusehen, dass wir wirklich einen zweiten Erzdingens da haben. Damit wir mehr Eisen produzieren, als wir dann letztendlich ausgeben zur Befütterung. So, das heißt, wenn ich einen zweiten davon baue, brauche ich halt wieder das ganze Krams hier. Auch wieder Eisennägel, die ich jetzt definitiv nicht überhabe. Ja, 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 ja. So ist das. Was will man denn machen, ne? So, laden. Okay, das läuft. Oh, guck mal, das dreht sich sogar so schön. Kriegt der Schaden? Ich krieg keinen Schaden. So. Dann mal mit der Axt durch den Walde. Mal wieder. In der Hoffnung, irgendwie an eine Million Äste zu kommen. Ich könnte auch einfach hier, ne, weiter das Gebüsch hier kaputt hauen. Ich glaube fast, das wäre im Moment effektiver. Er braucht halt nur Ausdauer. Apropos Ausdauer, sollte ich vielleicht mal skillen. Dann hat vielleicht auch weniger Probleme mit allen anderen Krams. Ist doch wahr.
Ständig mangelt es mir an Ausdauer und dadurch kriege ich quasi meinen Hauptschaden. Ist doch wahr. Wie hier zum Beispiel. Ich muss mal gucken, was ich da machen kann. Ob es da was von Ratiofarm gibt oder so. Du könntest auch mal was essen, hast du schon mal mehr? So. Ja. Das ist mir auch bewusst. Nur halt nicht auf Dauer hilfreich. Ich habe auch gesehen, man kann ruhig Angriffstempo skillen. Was glaube ich auch nicht so verkehrt wäre, gerade hier für Nahkampf. Aber eins nach dem anderen. Erstmal. Mal gucken. Ich glaube, ich muss noch das eine Fundament eigentlich aufbauen, ne? Also, upgraden. Draußen piepst ein Vogel. Der sucht bestimmt jemanden oder etwas. Partnerin. Hilferuf der Polizei. Mittagessen. Mittagessen, komm raus, komm raus, komm raus. So. Schön, wie das Katapult da hinten rüber guckt, ne? Toll. Einfach toll. In die Richtung will ich auch gar nicht so weit gehen, ne? Ihr wisst warum. Wegen Scheißbären. Es gibt ja die Legende vom Bären und so. Winnie Pooh ist da draußen. Oh, nicht die nette Variante. So, jetzt haben wir wie viel Äste? 44. Das ist jetzt auch noch nicht so viel mehr, ne? Aber wenn es reicht fürs Erste. Ich mache hier auch ganz kurz das fertig für das eine Fundament. Nicht, dass die mir plötzlich dann das Fundament da weghauen, das eine. Und mir dann irgendwie der Turm auseinanderfällt oder so. Man weiß ja, wie das manchmal so ist. Jetzt fehlt mir natürlich ein Nagel. Ach, leck mich doch. Ist doch wahr. So. Irgendwas ist ja immer hier, ne? Ständig. Ein Nagel bitte. Dankeschön. Ich brauche noch das Eisen für weitere Bolzen. Alles nicht so einfach. So, das kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr abbrennen. Dennoch kann es kaputt gemacht und zersprengt werden und. Ach ja. So, essen sollte vielleicht auch mal was. Oh, yes. Mein dauervolles Inventar einfach, ne? Es ist der Wahnsinn. Es wird Zeit, dass hier echt eine Ordnung reinkommt. Eigentlich müsste ich jetzt hier sowas von anbauen und ich will halt auch die Welt erkunden und. Aber die Nächte sind halt auch so furchtbar, dass du wirklich zu nichts kommst. Einfach zu gar nichts. Für eine einzelne Person bist du hier einfach im Dauergeschäft. Das ist schlimmer als Hornbach. Wirklich. Ach komm, bau einfach hier, ist mir egal. So. Irgendwann baue ich das Ding ab. So. Dann kann jetzt hier mal das Eisen rein. Warte mal. Ah ne, Eisenstücke kann ich nicht herstellen.
Wäre natürlich schön, wenn du einfach Eisenstücke herstellen könntest. Aber ist nicht. Ist halt einfach nicht. So. Bewachungspunkte, Regeneration. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe es einfach mal geskillt. Vielleicht sieht man später irgendwie was Tolles von. Bewegungsgeschwindigkeit, aha. Ausweichrate, zusätzliche Schaden an Tieren. Mehr Schaden mit Nahkampfwaffen. Schaden mit Fernkampfwaffen. Bewachungspunkte ist bestimmt irgendwas ganz anderes als das, was ich jetzt hier habe. Heilkraft von Gegenständen. Ich weiß ja auch nicht. Ich nehme mal das und nehme das. So. Was wir haben, das haben wir. Gut. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns an in der nächsten Folge, wie wir hier weiterverfahren. Ich bin gespannt. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.